Wir alle freuen uns, wenn wir wie jedes Jahr unseren Geburtstag feiern können. Dieser Tag wird durch den Kalender bestimmt, durch den solaren Kalender. Das heißt, der Kalender basiert auf dem Stand der Sonne und Geburtstag haben Sie dann, wenn die Sonne am Himmel zurückkehrt auf die Position in Ihrem Geburtshoroskop. Doch wir kümmern uns nicht darum, in welcher Position der Mond zum Zeitpunkt der Geburt war und wann dieser wieder auf seine gleiche Position wie zu Geburt zurückkehrt. Sind also Sonne und Mond in einem neuen Lebensjahr in der gleichen Position wie zum Zeitpunkt der Geburt, dann sprechen wir vom spirituellen Geburtstag. Und warum dies sinnvoll ist, darüber mehr zu wissen, wie etwas daraus abgeleitet und gedeutet werden kann, wie Sie Ihren spirituellen Geburtstag auch berechnen und begehen können, das erfahren Sie in diesem circa 20 bis 30-minütigen Video. Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner. Ich bin tätig als Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. Ehe wir loslegen, kurz ein paar Hinweise in eigener Sache. Wenn es um vedische Horoskope geht, bitte, das macht meine Ehefrau Brunhilde. Die bietet die unterschiedlichsten vedischen Horoskope an. Link dazu unterhalb in der Videobeschreibung. Und wenn es also um die Schule geht, dann sind Sie bei mir richtig, wenn Sie diese vedische Astrologie erlernen wollen. Link dazu auch unterhalb in der Videobeschreibung. Und falls Sie noch nicht registriert sind, lade ich Sie ein zu meinem Newsletter. Auch dazu ist der Link unterhalb in der Videobeschreibung. Können Sie sich registrieren und bekommen jeden Monat gratis eine sehr umfangreiche Information über Themen der vedischen Astrologie. Gut. Ehe wir loslegen, möchte ich aber ganz kurz um einen Moment der Besinnung bitten. Der Geburtstag ist ja auch etwas, was wir uns nicht selbst zuzuschreiben haben. Das wird uns gegeben, das wird uns geschenkt. Unsere Tage sind vorab gezählt und so sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, wem wir unser Leben zu verdanken haben. Und deswegen möchte ich mit einem kurzen Gebet oder Zitat aus den Psalmen etwas vortragen, damit wir uns auch wirklich in die richtige dankbare Haltung und Stimmung begeben zu dem Thema des spirituellen Geburtstags. Ich habe mir ausgewählt ein paar Sätze ganz kurz aus der Bibel, Psalm 138. Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel und deinem Namen, danken und deine Güte und Treue, denn du hast deinen Namen über alles herrlich gemacht durch dein Wort. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich und gib meiner Seele große Kraft. Der Herr wird's ein Ende machen um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Vielen Dank. Ja, ich finde es natürlich einen wichtigen Moment, wenn wir über den Geburtstag sprechen, dass wir uns das auch bewusst machen, wie wir das zu verdanken haben. Gut. Jetzt können wir aber schon loslegen, und zwar die Bedeutung des spirituellen Geburtstages. Nun, es ist so, gemäß den vedischen Schriften empfängt der Mensch, der seinen Geburtstag nicht nur an dem solaren Tag seines Geburtstags feiert, sondern auch an dem lunaren Tag seinen Geburtstag begeht, die Gnade Gottes. Und zwar als ein Ergebnis daraus, wenn er das tut, dass er sowohl die, ja, Mondenergie als auch die Sonnenenergie berücksichtigt bei der Wahl seines Termins für
für diesen spirituellen Geburtstag. Dann wird ihm göttliche Gnade verliehen, sodass er spirituelle Tüchtigkeit bekommt. Das bedeutet, er kann besser mit den Hürden in der Zukunft umgehen. Die Frage ist, warum sagen die vedischen Schriften so etwas, dass man dann, wenn man den Geburtsmond als auch die Sonne, also beide Kalender berücksichtigt für die Auswahl des Feierns des Geburtstags, warum bekommt man dann so eine besondere Gnade? Nun, es ist einfach so, die Sonne repräsentiert die solare Energie oder nur die männliche Energie und der Mond basiert oder repräsentiert die lunare, die weibliche Energie. Damit Leben entstehen kann, brauchen wir das Yin und Yang, männlich und weiblich, ja, damit Leben entstehen kann. Und somit haben wir, wenn wir sowohl die solare Energie als auch die lunare Energie bei der Wahl unseres Tages, an dem wir unseren Geburtstag feiern, wenn wir beides berücksichtigen, ja, dann erfahren wir die gleiche Schwingung wieder, die wir hatten, als an dem Tag, wo wir geboren sind. Das heißt, wir schwingen uns auf die universelle und kosmische Konstellation ein und berücksichtigen diese. Wir wissen ja auch aus Forschungsergebnissen, dass nicht nur die Sonne einen Einfluss hat auf das Leben des Menschen, sondern natürlich auch der Mond. Und insbesondere die Damen kennen das noch viel besser, wie sie im Einklang mit dem Rhythmen des Mondes leben. Es gibt ja auch einen Mondkalender und vieles mehr. Berücksichtigt man also, wenn man seinen Geburtstag feiert, nicht nur die Stellung der Sonne zum Zeitpunkt der Geburt, der halt im Westen so der Kalender ist, ne? Da schaut man so in den Kalender, ah ja, ich bin geboren am 10. Oktober, wann habe ich denn jetzt im Jahr 2024 Geburtstag? Und dann schaut man, ah, dann sieht man, ah, der 10. Oktober fällt dann auf den Donnerstag, fertig ist, glaube, das ist der Geburtstag. Aber was wir dann nicht wissen ist, ja, wie steht denn dann, okay, damals war die Sonne in der Waage, ja, weil ich bin Sonnenzeichen Waage jetzt als Beispiel von mir. Aber wie war denn der Mond zum Zeitpunkt der Geburt und wann ist er denn wieder, wenn die Sonne in der Waage ist, in der gleichen Position? Das ist eben diese interessante Frage, über die wir uns Gedanken machen sollen. Ehe ich darauf eingehe, wie man das berechnet, ja, vielleicht erstmal noch ein Motiv, warum man das so machen sollte, den spirituellen Geburtstag auch jedes Jahr zu feiern. Den kann man ja zusätzlich feiern. Und zwar, eigentlich zelebrieren sie ja an ihrem Geburtstag, dass sie das Geschenk des Lebens erhalten haben. Wir haben das Licht der Welt erblickt sozusagen, ja. Und wenn wir jetzt diesen spirituellen Geburtstag feiern, dann möchte ich Ihnen erstmal ein Beispiel geben, wie wir es vielleicht nicht tun sollten, ja. Denn wenn wir zum Beispiel die ganzen Kerzen, ja, meinetwegen, sie werden jetzt 40 oder 50 oder 60 Jahre alt und dann haben sie da die 60 Kerzen und dann pusten sie die alle aus, ja. Eigentlich müsste man ganz, ganz viele Kerzen anzünden und eben nicht ausgehen lassen und nicht das Licht des Lebens ausblasen. Nur mal so von der Symbolik her. Also ich gebe Ihnen jetzt gerade mal Beispiele, wie man es vielleicht nicht so machen sollte. Außerdem, wie wird denn meist gefeiert? Da gibt's eine Runde Sekt, vielleicht auch noch laute Musik, ja, und dann wird noch richtig voll gegessen, mehrere Gänge, dass man richtig, ja, dass dann schon die Knöpfe spannen und der Gürtel spannt. Und dann ist diese sogenannte tamasische Energie, also die niedere Energie, dann natürlich noch Alkohol, Rauch, was alles dazugehört. Und das fördert eben die Kreierung tamasischer Energie und nicht sattwischer Energie. Sattwische Energie ist die spirituelle Energie und tamasische Energie ist die entgegengesetzte Energie, die natürlich dementsprechend in die andere Richtung zieht. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht im Kreise seiner Liebsten feiern sollte, aber es kommt auf das Wie an.
Und wenn Sie das vielleicht künftig oder zusätzlich diesen Tag begehen, dann kann man das zu einem spirituellen Geburtstag vielleicht auch auf eine etwas andere Weise feiern, natürlich auch im Kreise der Liebsten, denn deren Glückwünsche sind ja auch besonders segnend. Ehe wir noch dazu kommen, wie man das machen kann, jetzt mal einfach so ein Beispiel. Ja? Wie ist denn das genau gemeint? Schauen Sie, und zwar ist es so, halt, jetzt schauen Sie weiter. Ich habe hier das Horoskop von Tucker Carlson, diesen berühmten Moderator aus den USA und der ja sehr beliebt ist. Der hat ja erst den Wladimir Putin interviewt, ist wohl der erfolgreichste Moderator in den USA mit den historisch höchsten Einschaltquoten, was da einer erreicht hat. Aber egal, ich habe ihn jetzt einfach mal genommen, um zu zeigen, wie man denn überhaupt diesen spirituellen Geburtstag berechnet, weil, wie gesagt, das ist nicht immer der gleiche Tag, an dem Sie Ihren normalen Geburtstag feiern, weil Ihr normaler Geburtstag berücksichtigt ja immer nur die Position der Sonne in den einzelnen Zeichen. Ja, da haben Sie halt dann den Tag, aber Sie wissen ja nicht, wie der Mond steht. Dieser Tucker Carlson, ja, hat also im Mai Geburtstag. Und jetzt müssen wir uns hier anschauen, das ist sein Geburtshoroskop, wie steht denn da jetzt auch der Mond? Natürlich, im Mai ist die Sonne die meiste Zeit im Stier, darum sehen Sie die Sonne im Stier, ist klar, ja, wenn er eben da im Mai geboren ist. Und der Mond ist auch im Stier und nur 4 Grad entfernt. Okay? Das ist, jetzt muss man Folgendes wissen. Es gibt sogenannte lunare Tage, ja. Das heißt, es gibt 15 zunehmende Tage des Mondes und 15 abnehmende Tage des Mondes. Das heißt, insgesamt 30 Tage, weil 30 Tage und der Mond marschiert immer 12 Grad weiter weg von der Sonne. 30 mal 12 sind 360 und dann haben wir wieder Neumond. Es geht bloß bei Neumond bis zu die 180 Grad, dann haben wir Vollmond und dann nimmt er wieder ab und kehrt wieder zurück zum Neumond, ja? Und es sind insgesamt 30 verschiedene lunare Tage, a 12 Grad Abstand. Hier sehen wir jetzt recht schnell, erstmal so zum Einstieg, aha, Sonne bei 25 Grad, Mond bei 29 Grad, auch im Stier, also nur 4 Grad Differenz. Das bedeutet, er ist geboren, also im Sonnen, also im Mai, als die Sonne im Zeichen Stier war. Und es war der erste Tag in der zunehmenden Phase des Mondes. Der erste lunare Tag der zunehmenden Phase des Mondes. Das nennt man auch das Tithi in der indischen Astrologie. Also sein Geburtstiti ist der erste Tag der zunehmenden Phase des Mondes. Warum? Weil der Mond hat ja auch hier schon die Sonne überholt. Das heißt, er nimmt wieder zu. Drum haben wir zunehmend. Und bei 25 Grad im Skorpion, bis zu 25 Grad im Skorpion nimmt er zu. Dann hat er 180 Grad. Ab da nimmt er wieder mit ab innerhalb von 15 Tagen. Mit jeweils 12 Grad wird ein Titi bewertet und dann haben wir wieder Neumond. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen näher für diejenigen, die sich nicht so auskennen. Aber wichtig ist jetzt erstmal, wir wissen also jetzt, okay, der Tucker Carlson ist geboren im Mai. Und zwar genau genommen am 16. Mai. Und am 16. Mai war das ist der Monat, wo die Sonne im Stier steht am 16. Mai. Sie wechselt ja dann erst am 21. Mai oder was in den Zwilling. Und sie ist ja im Stier so ungefähr schon seit 21. April. Also Sonnenzeichen Stier ist klar. Und
Das Geburtstiti oder wie war der Mond gestellt zu dem Zeitpunkt? Er war auch im Stier und es war der erste Tag, der erste lunare Tag in der zunehmenden Phase des Mondes. Das ist sein Geburtstiti. Und jetzt müssten wir quasi herausfinden, wann ist es denn wieder so, wenn er jetzt 2024 feiern möchte, dass die Sonne im Zeichen Stier steht, weil er ist ja im Mai geboren, also irgendwann im Mai. Das kann jetzt der 16. Mai sein, muss es aber nicht sein. Denn wir brauchen jetzt die zweite Voraussetzung. Und wann ist im Mai, wenn die Sonne im Zeichen Stier steht, solange sie im Stier ist, also bis ca. 21. Mai, der Mond auch in der zunehmenden Phase und es ist der erste Tag der zunehmenden Phase im Monat Mai. Bevor ich Ihnen zeige, noch näher zeige, wie man das berechnen kann, möchte ich noch kurz dazu sagen, die Berechnung dieses Geburtstitis, also an welchem lunaren Tag sind Sie geboren, ist auch hochinteressant für weitere Aufschlüsse über die eigene Persönlichkeit. Ja, ich habe dazu, machen wir es denn, auch mal den Text rausgesucht. Also der Tucker Carlson ist ja geboren am ersten Titi, ja, weil innerhalb von 12 Grad Abstand zur Sonne, haben Sie ja gerade gesehen, das ist das erste Titi, hat immer 12 Grad ein Titi. Und was sagen da die klassischen Texte? Da gibt es Bücher drüber, ja, habe ich mir aus Indien kommen lassen, hier zum Beispiel Jataka Barnam, ja, und andere, teilweise etwas unterschiedlich in der Übersetzung. Aber ich habe jetzt mal rausgesucht und Ihnen ins Deutsche übersetzt, was sagen die Texte aus, wenn jemand am ersten Titi geboren ist wie Tucker Carlson, okay, am ersten lunaren Tag. Das steht drin in den klassischen Texten. Menschen, die in diesem Titi geboren sind, können seltener das Leben richtig genießen bzw. haben auch weniger die Fähigkeit, dies tun zu können. Sie können einen Skandal bedingen, weil sie sich mit falschen Menschen, Schurken oder anderen Unheilstiftern umgeben oder vielleicht taucht auch in deren Linie, Gemeinschaft oder Beruf eine in Ungnade gefallene Person auf, durch die sie dann anhand beträchtlich leiden. Außerdem ist die Person ein exzellenter Gelehrter, hat ein gutes Unterscheidungsvermögen und einen guten Charakter, kommt zu Vermögen, ist gut aussehend und wird vom König wertgeschätzt. Bitte, diese Texte sind Jahrtausende alt, das müssen wir jetzt in die heutige Zeit übersetzen, aber kurzum, wir wissen ja von Tucker Carlson, dass er als Moderator Probleme bekam beim Fernsehsender in den USA und da war er jahrelang tätig und dann wurde er einfach rausgeschmissen, weil natürlich die falschen Leute er um sich herum hatte und er wollte, die Gründe sind bis heute nicht bekannt, aber es ist sehr stark anzunehmen, dass es eben damit was zu tun hat, dass er bestimmte Dinge nicht vertreten wollte. Und dass er erfolgreich war, er schaut gut aus, er ist sehr intelligent, ja, er wird auch in den Kreisen der Politik hochgeschätzt, ja, Sie wissen, dass er den Herrn Putin erst interviewt hat, er ist vermögend, er tritt zumindest nach außen hin mit einem guten Charakter auf, also da können wir schon wirklich sehr viel erkennen. Wollte Ihnen also nur sagen, dass es interessant ist, auch zu wissen, in welchem Geburtstiti man geboren ist. Denn nochmals, es gibt 15 verschiedene und dann differenzieren wir noch zwischen zunehmend und abnehmend. Er ist in der zunehmenden Phase geboren, übrigens, dann treten noch mehr die positiven Dinge in Erscheinung. Gut, das Buch habe ich Ihnen gezeigt. Es gibt da auch Texte, die gibt es natürlich bei mir in der Schule alle. Bei mir sind ja die ganzen Unterlagen alle zum Herunterladen auch in der Schule. Mit diesen ganzen Titis, aber das können Sie auch sicherlich so finden. So, jetzt gehen wir weiter. Und jetzt ist ja die Frage, okay, der Tucker Carlson, der weiß also jetzt, okay, ich bin geboren am 16. Mai, das heißt, wenn die Sonne im Stier ist, das und am ersten lunaren Tag in der zunehmenden Phase des Mondes.
Jetzt möchte dieser Tucker Carlson, nehmen wir mal an, im Jahr 2024 seinen spirituellen Geburtstag wissen, dass er nicht nur am 16. Mai feiert, wann er halt nach normalem Kalender Geburtstag hat, sondern er will auch feiern, wenn Sonne und Mond wieder auf die Geburtsposition zurückkehren, damit er sich richtig andockt an diese kosmische Energie und ja mit einem höheren Bewusstsein diesen Tag zelebriert. Dann muss er natürlich ausrechnen, ja, wann ist jetzt das im Jahr 2024 so? Das eine, wann die Sonne im Stier ist, ist ja recht einfach. Da haben Sie, Sie sehen es hier, ja, die Termine ungefähr, die sind fast immer gleich, wann die Sonne im Stier ist, also zwischen 21. April und 21. Mai. Alle Menschen, die in dieser Zeit geboren sind, in einem Jahr haben die Sonne im Stier. Also wird auch dieses Jahr, im Jahr 2024, in dieser Zeit die Sonne im Stier sein. Okay, diese Voraussetzung muss ja gegeben sein. Also innerhalb dieses Zeitraums wird sein spiritueller Geburtstag sein müssen. Aber wir nehmen jetzt nicht automatisch den 16. Mai, wann die Sonne wieder nur auf seine Geburtsposition zurückkehrt, weil das haben wir insofern erfüllt, weil ja die Sonne wieder im Stier ist. Also diese Energie, Sonne in Stier, wird ja Rechnung getragen. Wir wissen aber jetzt nicht, wann ist der Mond wieder im ersten Tidi in der zunehmenden Phase. Und hier, ich habe das kurz eingeblendet, diejenigen, die in meinem Newsletter registriert sind, die kriegen ja nicht nur den Newsletter mit vielen Deutungshinweisen und Techniken der vedischen Astrologie, Weltereignisse und. Die kriegen auch gratis den sogenannten vedischen Panchang, wo ich jeden Monat neu gratis den vedischen Kalender zur Verfügung stelle. Und da steht genau drin, von wann bis wann die einzelnen lunaren Tage gehen. Jetzt müssten Sie quasi nur diesen Kalender oder diesen von mir oder einen anderen Kalender haben und nachschauen, wann beginnt der erste lunare Tag der zunehmenden Phase in der Zeit, wo die Sonne im Mai ist. Und naja, dann kriegt man eben das heraus. Und ich kürze das mal ab. Ich habe das berechnet für den Tucker Carlson. Also im Monat Mai ist es so, dass jetzt basierend auf der Uhrzeit in den USA, dass das erste Tidi der zunehmenden Phase des Mondes ist zwischen dem 7. Mai 2024, 20.22 Uhr und dem 8. Mai, 17.51 Uhr. Ja? Das heißt, wenn er jetzt seinen spirituellen Geburtstag feiert, dann am besten nicht am 16. Mai, da steht ja nur die Sonne auf der Geburtsposition im Stier, sondern am 7. Mai, in der Zeit zwischen 7. Mai 20.22 Uhr und 8. Mai 17.51 Uhr. Also am besten könnte vielleicht am 7. Mai abends feiern. Dann ist er mit der kosmischen Energie angedockt, so wie die Sonne war zum Zeitpunkt der Geburt, als auch wie der Mond war zum Zeitpunkt der Geburt. Ja? Und hier sehen Sie das nochmal dargestellt, ja. Das, wie funktioniert das mit diesen Mondphasen? Ja, da sehen Sie es ja. 15 Tage zunehmende Mondphase, erstes Tidi bis 15. Tidi. Das 15. Tidi ist dann logischerweise der Vollmond. Und ab dem 16. Tidi haben wir dann eigentlich den ersten lunaren Tag der abnehmenden Mondphase. Und dann geht's bis Amavasya. Das ist die Nummer 30 dann. Das ist dann der Neumond. Da hat der Mond gar kein Licht. Und dann geht's wieder in die Phase des zunehmenden Mondes, ja. Also so hat die Mondphase zwei Hälften. Eine zunehmende und eine abnehmende. Ist eigentlich klar. Und hier sehen Sie dann, weil jetzt müssten Sie auch in Ihrem Geburtshoroskop schauen, wo ist denn die Sonne bei welcher Gradzahl in Ihrem Geburtshoroskop, in welchem Zeichen? Und wie weit ist der Mond davon? Und diese Tabelle, die ich jetzt hier eingeblendet habe, zeigt Ihnen an, je nachdem wie weit der Mond von der Sonne weg ist, also Ausgangsbasis, Anfangspunkt ist die Sonne, von wo aus wir schauen, bestimmt dann, welches Tidi bei Ihrer Geburt gültig war. Ob auch zunehmender Phase
oder abnehmende Phase. Schauen Sie hier nochmal ein ganz anderes Beispiel. Sagen wir mal, wir haben jemand, der hat die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt bei 12 Grad im Stier stehen. Das sehen Sie hier, das ist das Sonnensymbol, 12 Grad. Hier die rote 2, das ist die Stier. Und der Mond steht im Zeichen Schütze, hier das neunte Zeichen, deswegen die rote 9, bei 20 Grad im Schützen. Welches Tiddy ist das jetzt? Das ist jetzt schon weiter weg, gell? Jetzt wird schon komplizierter als wie bei dem Tucker Carlson. Ist ganz einfach, jedes Zeichen hat 30 Grad, steht die Sonne bei 12 Grad im Stier, gehen wir bis zum Ende des Zeichens, also bis zu 30, dann haben wir 18. Dann kommt ganz dazu Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion. Also dann hier 30, 30, 30, 30, 30, 30. Diese sechs Zeichen von Zwilling bis Skorpion, bitte immer nach vorne zählen, habe ich jetzt hier dazu gezählt. 6 mal 30 Grad. Und dann steht der Mond bei 20 Grad im Schützen. Also noch die 20 Grad dazu. Dann addieren wir das alles. Dann haben wir 218 Grad. Wir wissen, jetzt könnten wir nachschauen, gemäß unserer Tabelle, 218 Grad, dann sehen Sie hier, viertes Tiddy, zwischen 216 und 228 Grad ist das vierte Tiddy der abnehmenden Mondphase. Ja? Und jetzt müssten Sie halt nur schauen, wenn Sie dieses Jahr Ihren Geburtstag feiern wollen, wann ist die Sonne wieder in dem Zeichen wie bei Geburt? Also, und wann ist aber auch der Mond exakt wieder auf der lunaren Position wie zum Zeitpunkt der Geburt? Ja? Und das, wie gesagt, kann man machen mit dieser Berechnung. Oder Sie machen es sich leichter und haben vielleicht schon meinen Newsletter abonniert. Und bei diesem vedischen Panchang brauchen Sie nur draufklicken und dann stehen für die deutsche Uhrzeit genau die Zeiten, wann in einem ganzen Monat diese 30 Tiddys ausgelöst werden. Auch unterschieden zunehmend, abnehmend, okay? Denke nicht so kompliziert. Aber natürlich, ich meine, wenn man jetzt so drinsteckt, unabhängig davon soll es Ihnen ja auch ein bisschen aufzeigen, was für tolle Sachen man machen kann. Und zum Schluss noch, wie könnten Sie jetzt künftig Ihren spirituellen Geburtstag feiern? Entweder zusätzlich zu Ihrem Geburtstag oder anstelle von, ja, oder wie auch immer Sie das machen möchten. Dann müssen Sie also wissen, wie Sie diesen spirituellen Geburtstag für dieses Jahr jetzt herausfinden. Und dann können Sie ja sich einstimmen auf diesen Tag, indem Sie zum Beispiel diesen Tag auch mal ganz anders feiern, als wie Ihren sogenannten normalen, in Anführungsstrichen, weltlichen Geburtstag, wo nur die Sonne berücksichtigt wird. Sie können ja den noch dazu nehmen. Und dann beginnen Sie Ihren spirituellen Geburtstag vielleicht mal mit einem längeren Gebet oder einem Tempelbesuch. Ja. Und noch zum Abschluss ein paar weitere Tipps, was die vedischen Schriften empfehlen, wie man seinen spirituellen Geburtstag feiern kann. Man beginnt den Tag mit ausreichender Körperpflege, vielleicht sogar auch einer ayurvedischen Ölmassage. Dann zweitens, man legt neue Kleidung an, ja, die man vielleicht extra gekauft hat, oder man zieht zumindest nicht das gleiche an wie am Vortag. Drittens, man bringt den Eltern oder vielleicht auch sogar den Vorfahren Ehrerbietung dar. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Ob das jetzt Gedenken ist oder eine Hilfe oder eine Dankbarkeit oder eine Geste, das gibt ja viele Möglichkeiten. Dann kann man sich als nächsten Punkt, dann kann man sich beispielsweise vor dem Propheten oder dem Aspekt Gottes, den man eben verehrt, verbeugen. Zum Beispiel vor einem Bild. Wenn Sie meinetwegen Christ sind, würden Sie jetzt Jesus Christus danken. Oder Sie haben ein Bild von Buddha
in ihrem Zimmer oder sie haben ein Bild von einem anderen Propheten, dann können sie sich bedanken bei ihrem sozusagen ihrem Guru oder ihrem Sheikh oder ihrem geistigen Führer und sie können nachschauen, welches religiöse Fest an diesem Tiddi, wann ihr spiritueller Geburtstag ist, eben gefeiert wird, ja. Ja, also so zumindest, ja, lauten die Empfehlungen, wie man seinen spirituellen Geburtstag feiern kann. So, jetzt haben Sie noch eine zweite Idee bekommen, wie man seinen Geburtstag feiern kann, dass es auch einen spirituellen Geburtstag gibt. Deswegen, dort hinten sehen Sie auch Shiva und Parvati. Parvati ist die göttliche Mutter, die ja auch durch den Mond symbolisiert wird. Deswegen habe ich die hier aufgestellt, um das eben etwas ins Bewusstsein zu rücken, dass wir eine solare Energie, aber auch eine lunare Energie haben. Und es ist ja auch vor allem die lunare Energie, ja, die zum Tragen kommt, wenn wir unser Leben geschenkt bekommen haben. Denn die Frauen gebären, nicht die Männer. Und so, ja, ist es, ich denke, eine sehr schöne Sache mit diesem spirituellen Geburtstag, wodurch man das Jahr mit der Dankbarkeit für das Leben, das man bekommen hat, an einem eigens dafür berechneten, astrologisch ermittelten Tag feiern kann. Übrigens, dieser Tag ist dann nicht jedes Jahr gleich. Sie müssen jedes Jahr neu berechnen, wann Ihr spiritueller Geburtstag ist. Er muss halt immer dann sein, wenn die Sonne wieder in dem Zeichen ist, wie zum Zeitpunkt der Geburt, und wenn der gleiche lunare Tag ist, wie zum Zeitpunkt der Geburt. Aber das kann im Extremfall bis zu, was weiß ich, mehreren Tagen nach vorn oder hinten von Ihrem normalen Geburtstag abweichen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten, freue ich mich über eine positive Rückmeldung oder einen Eintrag in mein Newsletter. Oder Sie stöbern mal auf der Seite von meiner Ehefrau Brunhilde, vedische Horoskope zur Lebenshilfe und Orientierung in diesen so ja spannenden Zeiten sind ja ganz besonders wertvoll. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Monat und bleiben Sie gesund und bis in Kürze.